So kennt man sie, die Wartburg bei Eisenach. Sie bekommen aber gleich einen Rundumblick, den man so nicht kennt, vom allerhöchsten Punkt der Burg. Die Silhouette, auf die wir heute blicken, hat wenig mit dem Aussehen der Burg zu Gründungszeiten im 11. Jahrhundert gemein. Was wir heute sehen, geht zum Großteil auf die Wiederherstellung im 19. Jahrhundert zurück. Die Zugbrücke vor dem Toreingang führt in die berühmte Burg. Seit 2013 kann sie sogar zu besonderen Anlässen wieder hochgezogen werden. Im Alltag wird aber nur das Holztor geschlossen. Das Fachwerk, das Sie auf beiden Seiten sehen, sind die Wehrgänge der Burg. Links der Elisabethengang, rechts der Margaretengang. Den letzteren schauen wir uns jetzt von innen an. Durch den Gang lief schon Luther, um zu seiner Art Zwei-Zimmer-Wohnung zu kommen, die er hier auf der Wartburg bewohnte. Sie wurde aber nicht extra für ihn hergerichtet, sondern war schon vorher First-Class-Gefängnis für Gesetzesbrecher der oberen Klassen. Hier übersetzte Martin Luther die Bibel. Suchen Sie schon den berühmten Tintenfleck? Angeblich entstand er, als sich Luther mit Tinte gegen den Teufel wehrte. Aber Sie werden den Fleck nicht finden. Es ist unklar, ob es ihn überhaupt jemals gab. Für die Besucher malte man ihn immer wieder nach. 1902 das letzte Mal. Dort an der steinernen Wand, links neben dem Ofen, wo die Figur hängt. Doch die Wartburg ist mehr als nur Zufluchtsort Martin Luthers. Wir verschaffen uns jetzt einen Überblick von oben. Auf den Bergfried kommen Sie normalerweise wegen des engen Aufgangs nicht. Von hier aus können Sie die Burganlage und die Umgebung überblicken. Jetzt gehen wir in den zweiten Hof der Burg, wo auch der Wohnbau der Landgrafen steht, der Palas. Allein, so wie jetzt, ist man hier selten. Unten links treffen sich normalerweise große Besuchergruppen, um sich durch den Palas von 1155 führen zu lassen. Das ist das große Gebäude links von ihnen. Es ist der älteste romanische Profanbau nördlich der Alpen und war ein Machtsymbol der Thüringer Landgrafen. Auch wenn er aus dem 12. Jahrhundert stammt, ist das Innere zum Großteil erst im 19. Jahrhundert entstanden. Damals entdeckte man die Wartburg wieder und gestaltete sie so, wie man sich das Mittelalter damals vorstellte. Die Elisabeth-Kemenate in dieser Form entstand erst 1906. Rund 4 Millionen Glasmosaiksteine zeigen hier Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth, die auf der Wartburg lebte. Die Arbeiter brauchten zur Fertigstellung des Mosaiks 4 Jahre. Hier im Sängersaal wird deutlich, wie man sich im 19. Jahrhundert das Mittelalter ausmalte. Die Bühne wurde eingebaut, weil man sich vorstellte, dass die Minnesänger hier im Mittelalter um die Gunst des Landgrafen stritten. Die Sage des Sängerkrieges auf der Wartburg, hier in diesem Raum, wird im Wandbild von 1855 noch einmal dargestellt. Der Festsaal ist der Höhepunkt des Palas und Symbol für das Wartburgfest. Genau hier trafen sich 1817 die deutschen Burschenschaften, um für ein einheitliches Reich zu demonstrieren. Links über dem Kamin hängt auch eine Kopie der Fahne der Jenaer Urburschenschaft, auch mit den Farben Schwarz, Rot, Gold. Faszinierend ist auch die trapezförmige Decke. Sie wurde im 19. Jahrhundert auf Empfehlung des Komponisten Franz Liszt ausgebaut, weil diese Form die Akustik verbessert. Noch heute finden hier Konzerte und Feiern statt.